Hallihallo, hallihallo, liebe Freunde der guten Ballerunterhaltung. Meine Framerate ist immer noch leicht bescheiden, wenn ich es mal so ausdrücken kann. Also hier ist sie zwar bei 240 und hier manchmal ist sie, und hier ist sie bei 30, 130, 36. Kann auch sein, dass es Level ist und deswegen meine Framerate stark abkackt, aber ich habe einen starken PC und deswegen weiß ich nicht, woran das jetzt liegen könnte. Ich habe auch nichts gefunden, es arbeitet auch im Hintergrund nichts. Meine externe Festplatte geht's wunderbar, worauf ich auch nehme, deswegen. Wir probieren's mal, Part 18, mit den letzten Ballereien durch die verlassene Fabrik, wir sind ja noch nicht fertig. Und, mal schauen, dass es auch geht. Also ich hoffe, es stört auch von der Aufnahme her nicht, obwohl es stark zieht und, ich gebe mein Bestes, Freunde, und, kann euch leider nicht sagen, was es ist. Es ist ganz nervig, aber weiter geht's. So. Kommt her, Freunde! So, kommt da nicht noch mehr? Ach, ich liebe diese Waffe. Die ist schon ein kleines Schnürchen. So! Da kommt nur her. Unangenehm. Feuerlöcher. Ah! Munition. Auch nicht schlecht. Au, au, au. Ah! Ah, 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 ah. Das ist unangenehm. Unangenehm. Das Frames-Rate ist nämlich 130. Ah, diese Gegner nerven. Vor allem, wenn sie jetzt plötzlich springen können, das haben sie vorher nicht gekonnt. Die lernen auch immer was Neues hinzu mit ihren erotischen Äpfeln in ihrem Mund. Das ist der Apfel der Weisheit übrigens. Der gibt es in jedem gut sortierten Biomarkt. Der Apfel der Weisheit. Nur bei Dr. Nuss. Nusscafé. Nusscafé. Das Lustige ist, was mir aufgefallen ist, jeder, der meinen Namen, also mein Nickname mal aussprechen muss, der klingt immer sehr, 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 sehr fragend, wenn er meinen Namen ausspricht. So von wegen, ne? Heißt du wirklich so? Ich finde ihn jetzt nicht so komisch, dass ich sagen muss, ne? Was ist das für ein Name? Ich finde ihn eigentlich relativ normal, ja gut. Auch nicht schlecht. Also, da gibt es ja weitaus verrücktere Nicknames, muss ich ehrlich sein. Oh, da war noch mehr los. Also der hat sich kein Grund zur Verwunderung. Es kann auch sein, dass ich falsch irgendwie mitbekomme oder so, dass es eigentlich gar nicht so ist. Ja? Bumm. Du hast Bumm gemacht. Ich muss irgendwie an dem Spiel immer an einen russischen Akzent denken. Ich weiß auch nicht warum. Kann auch sein, dass das, weil die Entwickler aus Polen kommen. Die ja jetzt von Epic Games aufgekauft worden und ein neues neue Gegner. Ups. Und leere Waffe. Ah, die haben auch Äpfel im Mund. Oder? Ja, die haben auch Äpfel im Mund. Ah! Ah, auch leer, auch leer, auch leer. Und aua. Auch leer und aua. Auch leer. Ah, was mache ich denn hier? Falsche Waffe, falsche Waffe, falsche Waffe. Richtige Waffe. Ah! Ah! Pfeiler! Das sind dieselben, nur mit einer anderen Farbe, oder wie? Und mit zwei Waffen statt einer. Hier ist zu viel los. Es werden ja immer mehr Gegner übrigens. Am Anfang von Painkiller waren es noch nicht so viele.
Was willst du? Sei ich immer noch in der Schweiz? Ah, nee, ist der nächste Level, Entschuldigung. Vom Bahnhof in die geschlossene Fabrik. Ja, es macht keinen Sinn, aber es macht Spaß. Es war keine Pause in Sicht. Ah, oh, meine Fremdrad tut immer noch Aua. Ja, genau, immer noch die Gegner, die Granaten schießen können. Die besten von allen, muss ich ehrlich sein. Ah, wie viele kommen denn da noch? Die können auch alle ihre Granaten ballern, oder wie? Ich hab keine Waffen mehr. Ah. Wenn man einen erwischt, ist das irgendwie lustig, weil dann werde in so eine Explosionswelle aufgehen. Und man damit viel auf einmal erwischt. Ah, Leute, aber ich bin bald in den Rage-Modus. Das ist angenehm. Auch wenn ich keinen Gegner mehr sehe. Na, ich hebe es mir mal ein bisschen auf, bis wirklich wieder die Gegner kommen. Wo ich meinen coolen Rage-Modus. Ich muss Munitioner sammeln. Ich hab keine Munitioner. Munitioner. Warum fliegt hier so viel Zeug rum? Ich hoffe, ihr seht auch, dass es übelst ruckelt. Das nervt ein bisschen. Aber wie gesagt, hier geht's ja jetzt wieder mit der Fremdrad, aber hier geht's gar nicht. Ich weiß nicht, was es ist, Leute. Ganz ehrlich. Ich gebe mein Bestes. Aber was passiert denn hier alles? Macht doch nichts kaputt. Oder hat sich meine Festplatte wieder einbekommen? Kann ja auch sein, dass es ein paar Probleme gibt. Hier ist nichts, oder? Gegner! Mein Pfeil zeigt mir zurück immer an, wo Gegner sein könnten. Kann sein, dass hier irgendjemand festhängt. Hier ist einer. Angeblich. Aber nicht hier. Hängt hier noch einer rum? Hä? Hä? Aber was machst denn du da? Tschüssi! Bist du mich? Der ist vielleicht da, seht ihr? Oh, schade. Toll, jetzt bin ich in den Rage-Modus. Verdammt! Verdammt! Verdammte Kuh. Ich will hier nicht sein. Hui! Aber ich bin zum Glück sehr schnell, wenn ich springe. Ah! Doofe Waffe, doofe Waffe, volle Waffe, volle Waffe, volle Waffe. Ha. Jetzt kommen wieder diese Altgegner. Die machen mehr Spaß. Außer mit ihrem Giftgas. Das nervt übelst. Okay, bei 65 bekomme ich diesen Rage-Modus. Warum geht jetzt jeder da weiter? Oder muss ich den auch. Boah, das kommen wieder die da. Die nervt ja völlig. Ah. Aber der ist vielleicht hochgesprungen, der andere. Und hat dabei leider vergessen, dass man auch irgendwo hängen bleiben kann. Und dass das Spiel so alt ist, dass man da locker mal hängen bleiben kann. Auflösen, auflösen. Ich will mit einem Schuss alle tot sehen. Ich mit zwei oder drei. Ah, es geht die Framegrad gerade wieder. Das macht Spaß wieder, muss ich sagen. Jetzt geht's wieder. Yep. Und mal auf die Uhr schauen, es ist immer noch genug Zeit, um weiter zu ballern. Hier gibt es auch noch genug Gegner. Mal schauen, ob hier hinten einer ist. Muss ich ja mal genug umschauen. Ich bin eigentlich kein Metal-Fan, aber die Musik ist eigentlich gut antreiben. Also eigentlich gut ausgewählt für diese Art von Spiel. Und wer Metal-Fan ist, kann es mir sagen, wie gut die Musik im Allgemeinen ist. Wie gesagt, ich höre kein Metal. Mich kann man damit jagen übrigens. Deswegen renne ich ja vielleicht durchs Spiel. Ha! Oh mein Gott, bin ich lustig. Ja, ja. Ich freue mich auch auf kleine Dinge. Okay, die Gegner sind dorthin, das weiß ich. Aber ich habe mal keinen Bock auf die. Lass mich in Ruhe. Ich schaue mich mal hier ein bisschen noch um. Ob er Munitioner ist.
Gut. Aber es ist ein schönes, also vom Level-Design, auch wenn es verrückt ist und an sich gar keinen Sinn macht und so weiter. Ach, da ist ja noch mehr. So. Ich brauche irgendeine kleine Waffe. Genau, hier. Na komm. So. Für die einzelnen Gegner reicht das für dich. Verdammt. Mach Boom. Boah, wie viel hält denn der aus? Da komme ich nicht hoch, oder wie? Aber ich muss doch... Ich komme da sicherlich hoch. Aber ich muss doch diese an die Kisten kommen. Und das sieht so aus, als würde man da hochkommen. Durch das Level-Design. Ah. Ah, Menschen mit Äpfeln im Mund. Menschen mit Äpfeln im Mund. Das ist mein Albtraum. Wenn ich abends oder in der Nacht aufwache und rumschreie, dann denke ich immer an Menschen mit Äpfeln im Mund. Das ist das Gruseligste, was es auf der Welt gibt. Das Gruseligste. Mit Menschen mit erotischen Äpfeln im Mund. Aber ich weiß schon mal, wie man rennt. Man springt einfach. Da ist man irgendwie viel schneller. So. Es müsste hier irgendwas offen sein oder so. Ne, die nächsten gehen. Ho, 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 ho. Das ist da perfektiert. Ich darf die hinter mir leider nicht vergessen. Ach du Scheiße. Seelen über Seelen. Und ich krieg die alle nicht. Ich krieg die alle nicht. Das ist ja mies. Gibt es eigentlich einen Trick, Leute? Wer von euch kennt Painkiller? Wie man alle Seelen am besten aufsammelt? Weil ich krieg die nie. Ich bin ein bisschen zu blöd dafür. Ich werde mal mein. Ah! Blöder Giftgas hier. Ah! Ist mir egal. Seelen. Sehr gut. Ja, das war's schon. Da sind sie rausgekommen. Da gehen wir rein. Ich hab's gewusst, dass wir da rein müssen. Ich habe einen heiligen Gegenstand gefunden. Endlich mal. Hä? Ist hier was? Sah grad so aus. Hier geht's da auch rein. Ah, wie? Durch die Fenster vielleicht. Oder? Da oben kann man rein, da komme ich nicht reingeklettert. Ich wette mit euch, man kommt da noch rein. Aber ich gucke mich mal noch ein bisschen um. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Genau, hier komme ich ja nicht hoch. Oder es gibt ein Checkpad. Und Checkpad. Nee, gibt's nicht. Schade. Kein Checkpad für mich. Schade. Wenn Nuscafé kein Checkpad bekommt, ist ja ganz traurig. Ganz dolle traurig. Hä? Und das? Geht sehr gruselig. Hä? Nein, das ist die scheiß Karo-Karte. Karo-Karte. Karo-Karte! Nur das Geräusch? Ist aber nur hier. Wo muss ich denn hin? Das Geräusch ist auch nicht angenehm. Die Tür leuchtet zu gelb. Oh, das kann ein Grafikbug sein. Durch hier. Okay. Hä? Bin ich zu blöd? Also durchkommt man da nicht? Okay, der hat Bumm gemacht. Er hat Bumm gemacht. Hä? Bist du blöd?
Ich habe echt das Gefühl, dass das. Hört ihr das? Ich habe echt das Gefühl, dass Painkiller das verrückteste genau das Level-Design hat, was einen am irrsten macht, am beklopptesten macht. Weil ich überhaupt nicht weiß, wo man da hin muss. Was soll ich denn machen? Ich kann hier hochklettern. Und dann bin ich hier oben. Und dann? Ich muss nicht da durch. Da ist ja auch noch ein geheimer Bereich. Wie komme ich denn da rein? Fragen über Fragen und ich habe keine Antworten dafür. Ich probiere es mal nochmal. Geht ja auch keine benutzen das, die hier. Großartig. Gott, daneben gesprungen. Puh. Freunde, ich glaube, wir müssen Part 18 leider hier beenden mit besseren Fraps. Wir haben zwar bessere Frames, aber... Oh! Haha, hier können wir durch. Ha! Gefunden! Kurz vorm Ende der Folge gut gefunden. Also, liebe Freunde, das war Part 18 und ich hoffe, die Fraps bleibt... Die Fraps-Anzeige, die Frame-Anzeige bleibt jetzt so ziemlich sehr angenehm so. Deswegen, Freunde, das war's und bis dann. Ciao!